Wenn in München im Oktober das Dirndl und die Lederhose gegen Businesskleidung getauscht wird, dann ist es wieder soweit, die Expo Real findet statt. Und auch heuer hat die Messe einige Rekorde gebrochen. Die Teilnehmerzahl ist zum Beispiel zum Vorjahr um 6,6% gestiegen. Insgesamt 72 Länder sind dieses Jahr auf der Expo vertreten. Österreich gehört dabei zu den Top 10 Besuchern, wie auch Ausstellerländer. Zum zweiten Jahr in Folge präsentieren sich Baker Tilly Deutschland und die 11 Länder umfassende TPA-Gruppe unter dem gemeinsamen Dach des internationalen Baker Tilly Netzwerks bei der Expo Real. Das globale Baker Tilly Netzwerk umfasst zurzeit 125 unabhängige Mitglieder in 147 Ländern mit über 33.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Geldgeber kommen aus aller Welt, Geld schwimmt auf der ganzen Welt herum und es versucht, überall Anlage zu finden, sehr viel auch gerne in Deutschland, sodass also Internationalität für uns eine große, große Rolle spielt. Dieses Jahr waren 20 Länder mit rund 60 Beraterinnen und Beratern am gemeinsamen Messestand bei der Expo Real anzutreffen. Dieses spezielle Netzwerk spielt eine wichtige Rolle. Weil wir dadurch in der Lage sind, Investoren aus aller Herren Länder zu begleiten, oder auch andersrum, also auch deutsches Geld will ja mal im Ausland investiert werden. Wir können also unseren Kunden und Mandanten die Begleitung durch Baker Tilly in jedem Land dieser Welt oder fast jedem Land dieser Welt zur Verfügung stellen und mit einer sehr guten Qualität. Die TPA-Gruppe ist wie Baker Tilly Deutschland unabhängiges Mitglied von Baker Tilly International und bildet gemeinsam mit Baker Tilly Deutschland die Baker Tilly Europe Alliance. Die intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Baker Tilly Europe Alliance ist ein nachhaltiger Vorteil für die vielen gemeinsamen Kunden in Mittel- und Südosteuropa. Genau diese internationalen Trends werden auf der Expo gemeinsam diskutiert. Logistik ist ein Thema, um das man genau nicht herumkommt, weil viele von uns bestellen immer mehr, leider Gottes, sage ich, zu Lasten des stationären Handels online, weil es halt gemütlich ist. Die Werbung sagt es uns ja vor, shoppe am Sonntag auf der Couch zu Hause. Nur irgendwo muss ja dann das Zeug auch hin und abgeholt werden und als solches ist Logistik ein Thema für mich, aber nicht nur als Logistikzentrum draußen in der Stadt, sondern durchaus auch innerstädtisch mit irgendwelchen Formen der Abholmöglichkeiten und vielleicht sogar in Kombination mit dem stationären Handel, was natürlich besonders schön wäre. Ganz wichtig ist die Lage, wie bei eigentlich bei allen Immobilien. Hier ist es eben so, durch das E-Commerce und die letzte Meile sozusagen zu den Kunden ist es ganz wichtig, gut lokal gelegen zu sein, um die Waren eben so rasch als möglich zu den Endkunden zu bringen, weil die letzte Meile ist die teuerste und insofern ist hier ein ziemlicher Kampf um die besten Plätze. Gerade in Tschechien, wo ich herkomme, sehen wir sehr viele Transaktionen, was Logistik betrifft, Logistikportfolien, einzelne Immobilien, also das tut sich tatsächlich sehr viel auf dem Markt für Logistikimmobilien. Ich glaube, ich werde nichts Neues sagen, wenn ich sage, es kommt auf Standort an und die Infrastrukturanbindung. Die vielen unterschiedlichen Beraterinnen und Berater der TPA-Gruppe sehen in ihren Ländern andere Investitionen, die lukrativ sein können. Momentan, es gibt ganz viel Geld auf dem Markt, die Wirtschaft hat sich entwickelt, im Immobilienbereich sucht man neue Möglichkeiten, um bessere Rendite zu kriegen. Ich würde sagen, man investiert heutzutage auch in Bereiche, wo früher nicht in die Frage kommen, wie zum Beispiel sogar Wohnheime und solche Arten von Immobilien, die mehr lukrativ sind. In Polen ist der Immobilienmarkt jetzt hat ein echt hohes Momentum. Es gibt sehr viele Transaktionen und viele Subsektoren von kommerziellen Immobilien sind jetzt gesucht, vor allem Office. Office ist ein Subsektor, der benimmt sich auch entsprechend zu der Tendenz. Polen ist jetzt auf Platz 3 in dem weltweiten Ranking von Standorten für BPO und Shared Service Centers Investitionen. Das sieht man auch, das betrifft vielleicht weniger Warschau, mehr so Secondary Cities wie Krakau oder Breslau oder Danzig. Und da tut sich wirklich unheimlich viel. Gemeinsam wurden die vielen Trends und Entwicklungen auf der Expo durchgenommen. Und bei einer Weinverkostung ließen sich die Themen auch leichter besprechen.